Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Tipp der Woche. Der deutsche Aktienmarkt ist heute sehr positiv in den Handel gestartet. Wir waren zeitweise bei 15.501 Zählern. Mittlerweile sind wir da etwas zurückgekommen, aber eine Einzelaktie macht sehr positiv auf sich aufmerksam. Das ist die Bayer-Aktie. In den letzten Wochen ja quasi wie tot, seitwärts bewegt. Und ja, auch am Freitag ging es für die Aktie schon mal nach oben. Und heute notiert die Aktie jetzt schon 1,6% im Plus, ist damit neben E.ON bester Wert im DAX. Wir haben jetzt damit ja, die Widerstandslinie bei knapp oberhalb von 54, bei 54,30 überwunden. Und den Abwärtstrend, den wir hier seit Anfang Februar sehen, natürlich nach oben verlassen. Das heißt, für uns jetzt besteht Potenzial bis in den Bereich von 57 Euro. Das ist das Hoch von Anfang Februar, was wir quasi als erstes Kursziel haben. Und sollte sich der Trend fortsetzen, dann müsste man sogar mal in Richtung August 2020 schauen. Da notierte die Aktie bei 59,55. Das wären ungefähr 10% Kurspotenzial. Und das eben gehebelt macht noch mehr Spaß mit der HR3 0G7, ein Bayer Turbo Bull. Aktueller Kurs 1,41, den Stoppkurs, den haben wir 1,21 platziert. Wie gesagt, sollten wir tatsächlich mal in den Bereich 60 Euro kommen, dann macht der Schein, ich sag mal so 1,90, das sind um die 40%. In der vergangenen Woche hatten wir einen Schein auf Apple empfohlen. Ich sag mal, außer Spesen bisher nichts gewesen. Also der Schein wurde bei knapp 75 Cent, glaube ich, empfohlen. Aktueller Geldkurs 76 Cent. Fehlen etwas die Impulse, aber der Trend ist nach oben gerichtet. Und wenn wir nochmal auf den Kursverlauf schauen, ist der Bereich um 140 Dollar weiterhin in Reichweite. Wir haben bei 120 eine sehr, sehr stabile Unterstützung ausgebildet. Mittlerweile rückt auch die 200-Tage-Linie immer weiter nach. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt über den Bereich von 135 Dollar und dann steht einem Anstieg in den Bereich 140 und dann bis zum Allzeithoch eigentlich nichts mehr groß im Weg. Wir haben demnächst die Zahlen, klar, da kommen natürlich auch etwas auf uns zu, aber ich denke mal, bis dahin sollte sich der Schein und die Aktie positiv entwickeln. Das war's schon wieder für diese Handelswoche. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren Tipps. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss.